Dritter und bereits letzter Tag der Interpädagogika hier in Linz. Ja, heute werden wir noch ein bisschen durch die Messe stöbern, damit wir ja nichts übersehen haben. Und wir werden ein paar Stimmen einfangen über Österreichs größte Bildungsmesse. Auf der EP. Ich bin da, weil ich neue Inspirationen suche und es immer total nett finde, weil man dann wieder neue Kolleginnen trifft und die dann nachher aber sagen, da muss ich hingehen, da gibt es was Lässiges und dann hat man wieder einen ganzen Rucksack voll und kann wieder heimgehen. Also es ist ein Fixpunkt, weil viele Pädagoginnen und Pädagogen einmal Zeit haben, sich mit ihrer Profession auseinanderzusetzen. Neben der Möglichkeit, sich mit den Kunden auszutauschen, auch auf neue Ideen zu kommen, natürlich auch der Netzwerkgedanke, der diese Messe dann im Endeffekt immer wieder zur Erfolgsgeschichte für uns macht. Interpädagogik ist für uns ein jährlicher Fixpunkt, weil sehr viele Pädagogen und Lehrer geballt auf einen Raum zusammentreffen und wir ihnen das dann alles übermitteln können, was wir anbieten. Innovationen, Neuerungen, Didaktik, pädagogische Fragen. Die größte Bildungsmesse in Österreich. Da ist es natürlich ein absolutes Must, dass wir natürlich als Lehrervertretung, Gewerkschaftsvertretung, CLV-Vertretung hier natürlich für die Kolleginnen und Kollegen auch dabei sind. Weil ich Junglehrerin bin und mich immer laufend neu orientieren möchte und schauen möchte, was Neues gibt. Und der Freund muss meinen Koffer mit? Ja, weil ich brauche irgendwen, der meine ganzen Materialien mit haben nimmt. Alles Neue, was immer wieder dargestellt wird, einmal in drei Tagen an einem Platz ist. Und wenn das in Linz ist, natürlich sind wir mit dabei, wie immer. Nach den tollen Stimmen zur Interpädagogika heißt jetzt Vorhang auf für die Firma Auretnik. Was ist denn das hier für ein besonderes Theater? Ja, das ist das Kamishibai-Theater, wo den Kindern mit einzelnen Bildern, ganz ohne Computer und ohne Bildschirm, zum Beispiel hier eine Weihnachtsgeschichte nahegebracht wird, wobei die Kinder eben wie vor einem Kasperltheater sitzen und schauen und erzählen und die Pädagogin hat als Unterstützung hier hinten die Bilder, die hier aufgezeichnet sind, der Reihe nach und erzählt mit freien Worten die Geschichte, zum Beispiel Jesus wird geboren, ist das Geschichte, die biblische. Ganz aktuelles Thema jetzt in dieser Zeit, Flüchtlingsgeschichte und kommt sehr gut an, ist, kann man sagen, ein Highlight auf unserer Messe, weil wir da schon sehr viel Nachfrage hatten. Vielen Dank und wir machen uns gleich auf den Weg zum nächsten Messestand. Der erste und seit 2011 die Erfindung von einem Österreicher. Es hat sich aber seitdem einiges getan, wie ich schon erfahren habe. Was genau hat sich denn getan? Ja, primär hat es erstens eine neue Konstruktion gegeben. Runde Steine mit flachen, elastischen Steinen. Und was heuer ganz neu dabei ist, es gibt also jetzt auch eine Radkonstruktion oder eben ein Zahnrad. Gibt es noch Ideen für weitere Entwicklungen? Wird sicher geben. Also lass mich überraschen, wir haben zwar am Anfang gesagt, ein Stein genügt, aber wie man sieht, es kriegt da eine Eigendynamik und es kommt halt einfach wirklich gut an mit diesen Windmühle zum Beispiel eben aus der Konstruktion heraus zu bauen und vor allem die Fantasie walten zu lassen. Das kommt halt bei den Kindern wirklich toll an und wir haben auch einen neuen Logo sozusagen, es muss nicht immer Computer sein. Wir lassen uns dann sozusagen auch überraschen. Vielleicht sieht man sich wieder auf der Interpädagogik. Ja, sicher. Gut, danke. Ja, fast schon ein bisschen Weihnachtsfeeling hier am Stand von Schule Wald. Was macht es denn hier da genau? Ja, die Schule Wald ist die Plattform der Waldpädagogen Österreich. Was machen Waldpädagogen? Waldpädagogen gehen mit Schülern, Jugendlichen, Erwachsenen, Kindergartenkindern
in den Wald und machen dort Programm und versuchen einer die Natur näher zu bringen. Wieso ist es wichtig, dass es euch gibt? Ja, weil wir einer einfach den Wald näher bringen wollen und die Natur näher bringen wollen und weil ich mir denke, dass das ganz wichtig ist für unsere Entwicklung, also für die Entwicklung der Kinder. Das war die Interpädagogika hier im Linzer Design Center. Alle Vorträge, die wir aufgezeichnet haben, finden Sie ab nächster Woche online. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis nächstes Jahr in Wien.